So manchem wird bange, sieht er sein Gesicht. Es geht nicht mehr lange, es quält ihn die Gicht. Er schleppt sich, erreckt sich und dann wird ihm heiß. Ganz plötzlich und wirr wird er nichts, was er weiß. Er sehnt sich nach Menschen, er ist so allein. Doch sieht man ihn kommen, fliehen alle und schreien. Er ruft dann und schlurft dann, die Schultern fallen schwer. Nach Kindern, nach Lachen sehnt er sich so sehr. Wie Schnee ist sein Lächeln, wenn ihn jemand mag. Geschenke ganz kleine macht er jeden Tag. Ein Rentier, ein Schäfchen aus Holz oder Stroh versteckt er den Kindern und das macht ihn froh. Sie lächeln und wundern sich, so fein ist das Tier. Es lag unterm Kissen, ist von Thurus Lake hier. Denn der Thurus Lake hier, sagen die Leute im Norden, ist ein Gnom, ist ein Wicht, ist ein Märchen geworden. Er ist gruselig alt und kann nicht mehr gut sehen, doch die Tiere, die er macht, die sind wunderschön. Ein einziges Mal ist ein Kind doch erwacht, gerade als er die Geschenke gebracht. Es sah ihn und hatte wohl gar keine Angst. Es lachte so glücklich und nahm seine Hand. Dem Thurus Lake hier wurde das Herz so leicht. Beinahe eine Woche hat das Glück ihm gereicht. Die Tiere aus Holz, die er weitergemacht, wurden schöner, noch feiner und haben gelacht. Denn der Thurus Lake hier ist ein Gnom, ist ein Wicht, er ist alt, er ist hässlich, zerfurcht von der Gicht. Er krächzt und er sabbert und kann kaum mehr gehen, doch die Tiere, die lächeln, sind wunderschön.